Solution is always a compromise we have got used to. Why not talk about it again? This is why the next talk is entitled Institution for Resolution Disputes. And our speaker is Rosa Menkman, a Dutch artist, curator and researcher and founder of IRD, or the Institute of Resolution Dispute. A big applause for Rosa, please. And the stage is yours. Thank you. Danke. Für den Applaus. Thank you for being here on this. Danke, dass ihr hier seid an diesem doch so einen späteren Termin des Kongresses. Jeder scheint sehr müde zu sein. Es ist sehr interessant zu sehen, die Latenz von den Menschen selbst. Ich bin Rosa Menkman. Jeder spricht Deutsch zu mir. Das ist ziemlich witzig. Mein Name klingt ja auch Deutsch. Bitte redet mit mir, wenn ihr möcht. Im Jahr 2015, also ich rede hier nur von 2015 aufwärts, seit 2015 bin ich Wissenschaftlerin an einem Institut in den Niederlanden und das ist eine große Ehre für mich. Ich habe alles aufgehört, bin umgezogen und bin zurück nach Amsterdam gezogen, was ist eigentlich nicht meine favorisierte Stadt ist. 3 Tage bevor mein Vertrag angefangen hat, den ich schon unterschrieben hatte, wurde ich gefeuert, weil die Abteilungsleitung in meine Akkreditierung und in meine Doktorarbeit geguckt hatte. Und diese ist dann umgezogen und es war mir nicht möglich, diese Stelle zu behalten. Also ich war dann sehr traurig in Amsterdam und allein, ich hatte keinen Antrieb und ich war auch wütend auf Institutionen. Und das war dann auch die Zeit, in der ich sehr traurig war. Und ich bin dann nach Kalifornien gegangen, in die Wüste, um da alleine zu wohnen. In dieser Rede möchte ich über 2 Sachen reden. Nämlich über die Auflösung. Und über weiße Schatten. Die Forschung hatte angefangen in der Wüste. In der Wüste gibt es nicht sehr viel und in meiner kleinen Hütte konnte ich das sehen. Das ist Little Baghdad, Klein Bagdad. Du wachst auf und du hörst den Infrasound, den Infraton, den das Militär mit seinen Geräten produziert. Ich bin inspiriert worden von Research, von Forschung von ein politischer Künstler und Aktivist. Und er hat eine Serie von Forschung angestellt zu verschiedenen Militärinstallationen in den verschiedenen Aufnähern, die das Militär in den USA verwendet. Und er hat unter anderem Area 51 besucht. Und ich wusste immer noch nicht, was wirklich los ist. Und ich war sehr inspiriert. Und ich von diesem Gefühl, auf der Veranda zu sitzen, aber nichts zu verstehen. Und da kam mir die Idee zu diesem Institut, zur Auflösungsbeilegung und über die weißen Schatten. With this started also because
Damit habe ich auch angefangen, obwohl mich das Institut rausgeworfen hatte, wollte ich weiterhin meine Forschung betreiben. Und ich wollte verstehen, was passiert zwischen diesen Dingen, die ich fühlen konnte. Und ich habe eine Website aufgemacht, Beyond Resolutions, und die sich mit verschiedenen Aspekten beschäftigt und sich mit verschiedenen Auflösungen beschäftigt. Und wie man so eine Auflösung lösen kann. Und dass es einen Kompromiss gibt, auch ohne dass man es versteht und das vielleicht verdeckt ist. Da fehlte mir das institutionelle Netzwerk. Als ich jung war, ging es mir vor allen Dingen, war ich sehr fasziniert von Ton und Raum und von Ton im Raum, und mein Lehrer hat gesagt, es gibt keinen Ton im Raum. Und ich habe gelernt, dass es die Möglichkeit gibt, das richtig zu transkodieren, und dann gibt es doch eine Möglichkeit. Und ich lehre Kinder in zwei Klassen und ich unterrichte sie in der Rheologie von Daten. Das ist ein physischer Begriff. Da geht es um die Flüssigkeit, um das Fließen von Materie. Und es gibt hier ein Spektrum, das man hören kann. Ich lehre meinen Kindern, dass man sogar Regenbögen zuhören kann. Es gibt viele Aspekte in der Medizin, in Big Data Wissenschaften, Daten in Geräusche und Töne umzuwandeln. Dieses Jahr habe ich einen Vortrag gehalten für Künstler, und die haben Angst vor Computern. Die können gar nicht damit umgehen. Sie stellen sich die Frage, wie kann man überhaupt Emotionen in einem Computer finden? Wo ist die Emotion? Wie fügt man Emotionen in den Computer ein? Die fühlen ja nichts. Und da muss man denen halt beibringen, einen komplexeren Weg nachzudenken über die Daten. Und für Kinder ist das halt eben nicht so komplex. Und wie kann man das übersetzen? Das ist eine Arbeit oder ein Kunstwerk von Beeflix. Da habe ich mir überlegt, wie man Daten veranschaulichen kann. Das ist eine Reihe von Daten auf ein Kunstwerk. Je nach dem Programm, das man zeigt auf dem Kunstwerk, ist es ein sehr interessanter Ansatz, um die Realität und die Daten zu verbinden. Und es ist schwer, das alles zu beschreiben. Wir haben ja alle unterschiedliche Hintergründe. Es geht ja darum, Informationen zu verstehen. Wir sind ja alle Hacker. Wir wollen Daten verständlicher machen, Informationen verständlicher machen, alles transparenter machen. Und da müssen wir uns als Hacker überlegen, wie können wir das veröffentlichen, wie können wir das klarer machen. Und ich habe das ganze Jahr über versucht, das anderen Leuten beizubringen, um Geld zu verdienen, weil ich habe kein Geld mehr. Und das hier ist ein Kunstwerk, was ich gemacht habe. Das ist eine 3D-Arbeit. Das wurde inspiriert von einem anderen Werk. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Auflösung von Medien beeinflusst, wie man diese auffasst und versteht. Bei der Erstellung von Videos und von Kunstwerken denke ich mir halt eben an die Materialien
Und dann habe ich das Ganze auf Vimeo gestellt. Und dann ist es ja halt irgendwie langweilig, wenn man das auf Vimeo stellt, einfach nur als Video. Wenn ich ein Video als Kunstwerk hochladen würde, was ich selten tue, weil wenn ich mir ein Kunstwerk als Video angucke, was ich eh schon selten tue, dann gucke ich mir da auch nicht komplett ein. Dann überspringe ich das immer in 15 Sekunden Abschnitten. Also wenn ich mir meine eigenen Videos auf Vimeo angucke, die Kunstwerke sind, dann ist es irgendwie sehr langweilig. Und jetzt habe ich mir halt eben ein anderes Kunstwerk überlegt. Dieses Kunstwerk habe ich veröffentlicht und das hat ein Review bekommen von der Nachrichtenwebseite Wired Germany, also Wired Deutschland. Und ich habe eigentlich nur ein Kunstwerk erstellt von einem Video innerhalb eines 3D-Raums. Und ich habe aber dann erkannt, dass es unmöglich ist, der eigenen Auflösung zu entfliehen, weil Video ein Bildschirm ist nun mal in 2D und egal was man macht, dieser Bildschirm wird 2D bleiben. Man kann also niemals seiner eigenen Bildschirmauflösung entfliehen. Jedes Mal, wenn man die eigene Bildschirmauflösung verändert, erstellt man eine neue Bildschirmauflösung. Man hat also immer nur ein Austausch von Kompromissen, aber man hat immer einen Kompromiss. Ich war also sehr traurig, als ich gefeuert wurde und von meinem Institut, und deswegen habe ich ein neues Institut gegründet, das Institut für Bildschirmauflösungskonfliktlösung. Und ich will eigentlich nur gewinnen. Ich werde hier ein paar Slides überspringen, weil ich nicht mehr genug Zeit habe. Das hier ist ein Auflösungsziel und ich benutze diese Slide, weil das ein Bild ist aus dem Jahre 1951, aufgenommen in Kalifornien, in der kalifornischen Wüste, aufgenommen und benutzt von dem US-Militär. Ich habe 2 Stunden weit weg gewohnt von diesem Ort, das man hier sehen kann. Und ich bin mit dem Auto dahin gefahren und ich bin fast stecken geblieben und wäre fast gestorben, aber es ist alles okay gewesen. Ich bin dahin gefahren, habe erkannt, dass es alles sehr schön und dass es wirklich darum geht, um Auflösungen. Und in dem Werk sehe ich, also das Bild zeigt Auflösungsziele. Und das ist das, worum es geht in diesem Kunstwerk. Die Auflösung ist unsichtbar. Was ich tun möchte, ist, diese Unsichtbarkeit sichtbar zu machen und zu erweitern. Ich werde noch ein paar weitere Slides überspringen und zu einem anderen Kunstwerk gehen, was ich erstellt habe. Als ich dann endlich aus der Wüste zurückgekommen bin und eingeladen wurde von einer New Yorker Stelle, Museum, Galerie, um meine Arbeit vorzustellen. Ich wurde eingeladen aus Amsterdam, ein Kunstwerk zu verkaufen oder vorzustellen, dass ich verschiedene Kompressionssprachen auseinanderziehen sollte und dahinter gucken sollte, worum es geht, wenn man die Daten auseinanderzerrt. Und ich habe versucht zu erklären, was passiert, wenn man das macht. Und das Museum wollte das zwar kaufen, aber sie wollten die Datei hinter dem Kunstwerk kaufen. Das sind 16 GB von Daten, alles in unterschiedlichen Ordnern, sehr, sehr komisch strukturiert. Was macht man, wenn man 16 GB an Daten verkauft? Wie funktioniert das eigentlich? Und ich werde nun eine neue Präsentation hochladen, weil leider die jetzige Präsentation. I started to realize that my work actually has lived beyond this particular. Ich habe verstanden, dass meine Arbeit über diese Wissenschaft hinausgeht. Das ist eine weitere Phase, die ich in verschiedenen Werken sehe, zum Beispiel auf T-Shirts, als auf iPhones. Ich habe gesehen, dass manche Leute das mit meiner Phase benutzt haben, um es zu glitschen zu lassen. Es hat sich dann erweitert in etwas, was total ohne Copyright ist. Und das war sehr komisch. Ich habe mein eigenes Gesicht verloren, weil die Leute mein Gesicht benutzt haben auf T-Shirts und auf iPhones etc. Und ich habe bemerkt, dass ich nicht die Einzige bin, die ihr Gesicht verloren hat.
Ich habe ein bisschen Forschung betrieben über dieses Werk von James Bridle. Wenn ihr durch London lauft, dann seht ihr alle diese großen Poster. Und die haben immer diese sogenannten Render Ghosts, also die. This is his Render Research Blog, and which he has a whole archive. Er hat ein Archiv auf seinem Blog von allen diesen Leuten und wo diese Leute herkamen. Er hat eine Firma, die diese Render Bots verkauft, die in New Mexico beheimatet ist. Und er ist nach New Mexico gefahren, um rauszufinden, ob er die Leute finden kann und ob die gefragt wurden, ob man ihr Gesicht überhaupt verwenden darf. Aber er hat niemanden gefunden, der so aussieht. Schließlich in der Bar hat er jemanden getroffen, der gesagt hat, ja, guck dir mal die Leute genau an, die sehen gar nicht so aus wie Leute aus New Mexico, die sind viel zu schön und zu reich und Asiaten und das ist niemand hier. Und er ist zu der Schlussfolgerung gelangt, dass diese Leute nie gefragt wurden, ob ihr Gesicht verwendet werden darf. Hier ist Forschung von Constant Dillard, die er auch im letzten Jahr auf dem Kongress präsentiert hat. Jennifer in Paradise. Es geht um die Möglichkeit eines Jennifer was the soon-to-be wife of John Army Moore, Talk. The programmer of Photoshop. John tried to test his Photoshop software. Es geht um die Jennifer, die Frau von John Knoll, dem Erfinder von Photoshop. Not so very und es geht um das Bild von Jennifer, die nicht besonders anständig angezogen ist. Er hat John Knoll gefragt, hast du jemals Jennifer gefragt, ob du dieses Bild verwenden darfst? Dass du sie hier objektifizierst? Und das hat er als offenen Brief an John Knoll geschrieben. So, ich stehe also definitiv in dieser Tradition. Ich muss nochmal umschalten, weil meine komische Software nicht so viele Slides unterstützt. Und es gibt hier eine lange Tradition von kaukasischen Frauen, die als Testcards, als Testbilder im Fernsehen verwendet werden. Und in Fotografie und Fernsehen wurde das ganz, ganz intensiv genutzt. Sehr schöne Frauen. Und hier ist ein Bild von Teddy Smith, die das Playgirl der 60er Jahre war. Lena JPEG. Hier ist Lena JPEG. Lena was das Playgirl in 1973. 1972. A researcher originally from Bangalore tried to write about the Forscher, der eine Arbeit, ein Paper über einen neuen Kompressionsalgorithmus veröffentlichen wollte. Niemand nahm das so richtig zur Kenntnis. Aber als er dieses Testbild zur Demonstration verwendet hat, found an image to test his premise and this was einige Leute haben dieses Bild gefunden, um die Kompression zu demonstrieren, und seitdem findet sich dieses Foto immer wieder. If you go to Sonale, you'll see a kebab printed out really big, and you see this like kind of blocky kebab parts. Und wenn man sich große Fotos anguckt und man sieht die Blockartefakte, die sich aus dem JPEG-Algorithmus ergeben, dann basiert das letztendlich darauf, wie Lena hier, wie das Bild von Lena verwendet wurde. Moore had scanner, they had a self-built circuit bend
Und der Scan wurde durchgeführt mit dem selbstgebauten Scanner. Und das Ganze war relativ langsam. Und sie ist ein bisschen dünner geworden, weil einige der Zeilen beim Scannen verloren gegangen sind. Und das Bild ist nur 512x512 Pixel groß. Aus medienarchäologischer Sicht ist das sehr seltsam. Und es ist aber auch seltsam, dass dieses Bild quasi das eine Bild ist, mit dem alles ausprobiert wurde, was eigentlich gar nicht sinnvoll ist, denn es gibt sehr viele unterschiedliche Motive mit unterschiedlichen Parametern. Und weil nur dieses eine Bild verwendet wird, gibt es vielleicht sogar einen rassistischen Unterton in der Art und Weise, wie JPEG funktioniert, denn die Farben, die hier repräsentiert sind, die natürlich nur eine kleine Auswahl sind. Und das war noch lange nicht das Ende dieser kaukasischen Testcards, Testbilder. In die HP Webcams. Die Software für die Webcams wurde getestet nur mit weißen Menschen und als diese dann verkauft wurden, haben sie Gesichter von dunkelhäutigen Menschen nicht erkannt. Und Nikon hat auch Produkte herausgebracht, die das gleiche Problem hatten, dass nur mit kaukasischen Menschen getestet wurde, aber nicht mit Dunkelhäutigen. Und was hier auch eine Rolle spielt, dadurch, dass ich mein eigenes Gesicht verwendet habe, knüpfe ich an diese Bedeutung an. Kommen wir zu den weißen Schatten. Ich habe mein Archiv von Daten gezeigt. Und schließlich konnte ich auch die Arbeit zeigen. Wenn ich eine Menge Forschung über Kompression betreibe, wenn ich in die Mathematik einsteige, dann hänge ich damit alle meine Schüler ab. Und ich wollte gerne an den Punkt kommen, wo ich die Emotionen des Künstlers wieder in den Vordergrund rücken kann. Also habe ich meine Arbeiten und die Technologie dahinter anthropomorphisiert. Eine der Arbeiten ist DCT Siphoning. Ich spiele es mal schnell im Hintergrund. DCT ist die Discrete Cosine Transform, einer der grundlegenden mathematischen Geschichten von JPEG. Anyway, in DCT Siphoning, wie auch immer. Bei DCT Siphoning gibt es zwei Blöcke und das basiert auf der Idee von Flatlands. Und es gibt um ein Gerät und um ein Objekt im flachen Land, in Flatlands, das über die Struktur des Raums lernen muss. Und hier geht es um die Komplexität der Kompression und wir kommen hier von Punkten zu Linien und wir versuchen hier verschiedene JPEG- und Wavelet-Kompressionen bis hin zu LiDAR-Applikationen. Der Kleine hat leicht Angst und der Große nimmt ihn bei der Hand und versucht ihm zu erklären, es sind einfach nur Linien und einfach nur Vektoren. Das ist im Prinzip so wie Menschen, die etwas lernen, was sie nicht direkt erfahren können. Und
Und wenn wir etwas nicht verstehen, dann verwerfen wir es, dann ignorieren wir es. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, einfach zu versuchen zu verstehen oder zu erklären, wenn man es verwirft, wenn man es beiseite tut, dann kann ich den Kindern nicht zeigen, hier ist etwas, was du nicht verstehst, sondern es geht hier darum, etwas sichtbar zu machen, um die Beziehung herzustellen. Was ich nun zuletzt sagen möchte, ist die folgende Aussage. Das Institut für Auflösungsforschung und Weiße Schatten, da ist die Frage, jedes Mal, wenn wir unsere Technologien benutzen, dann benutzen diese festgelegte Bildschirmauflösungen, festgelegt durch Standards, zum Beispiel durch die ISO oder andere Standardisierungsinstitutionen. Wir müssen uns die Frage stellen, wer setzt diesen Standard, wer macht diese Standards und was für Kompromisse haben sie bei der Erstellung von diesem Standard getroffen. Wenn wir uns das nämlich nicht angucken, dann können wir blind werden für Standards. Video ist beispielsweise mehr als nur das Video. Es könnte ja verschiedene Arten von Video geben. Man könnte die aufeinander legen, man könnte eine Collage von Videos machen, man könnte verschiedene Soundtracks haben, man könnte durchgucken, weil eigentlich ist Video nur eine sich bewegende Story, die verschiedene Arten von Levels haben. Aber da durch die technologische Entwicklung haben wir den Kompromiss getroffen, dass ein Video nun mal eine feste Auflösung hat. Und das ist eine Realität, die Probleme verursacht oder Probleme für andere Leute verursacht. Und deswegen müssen wir uns fragen, wer setzt die Auflösungen und was für Kompromisse werden dabei getroffen? Wer steckt im Schatten hinter unseren Technologien und unseren Standards, die wir benutzen? Mein Aufruf an euch ist, denkt an die Zukunft, setzt sie selber fest, seid nicht festgebunden von eurer Vergangenheit. Wir können unsere eigene Zukunft schaffen, wir können unsere eigene Standards schaffen, wir können selber Videos erstellen, die nicht zweidimensional sein müssen. That's okay. Und das ist, vielleicht bekommt man sogar ein schlechtes Review und das ist auch okay. So the work, this deciphering, is downloadable from my website. Die Arbeit, die ich hier vorstelle, die kann man herunterladen von meiner Webseite, das Paper ebenso. I would like to end here and maybe take a question. Dann danke ich euch hiermit und nehme gern eure Fragen an. We have about 2 minutes for questions. There are 4 microphones, 2 on this side, 2 on this side. Microphone 2, please. Mikrofon 2, bitte. Thanks for your great talk. Danke für den guten Talk. Es war discrete codes and transformations and runlink decoding being present in artwork. Gut zu sehen, dass diese Algorithmen in Kunst verwendet werden. Ich habe herausgefunden vor einigen Jahren, dass es einen optionalen Weg gibt zur Komprimierung von JPEG. Nämlich anstelle von Huffman-Encoding kann man Wood-Encoding benutzen. Und das wird auch von manchen Browsern nicht unterstützt oder eben unterstützt und wird manchmal benutzt oder eben nicht benutzt. Und es verbraucht auch weniger Bandbreite. Hast du Leute gesehen, die andere Encodings oder andere Kompressionsstandards verwenden möchten, Varianten von bereits existierenden? Vielleicht welche, die etwas mehr Computer-Rechenzeit benutzen? Ich glaube, einer meiner beliebtesten Künstler ist Ted Davis, der in Basel lebt. Und er bricht die JPEG-Kompression runter auf die Basiseinheiten und spielt mit der arithmetischen Encodierung. Ich habe das nicht gezeigt, aber am Ende
asking about JPEGs. Aber ich zeige es, weil du jetzt nach JPEGs fragst. Als ich vom Institut gefeuert wurde, es verwendet die DCTs. Als ich gefeuert wurde, sie haben dann den Cryptography Sign Awards aufgelegt. Und ich habe meine eigene Verschlüsselung entworfen und Design von Encryption ist ziemlich seltsam. Und hier, was ich hier entworfen habe, habe ich hier jeden Makroblock auf ein Zeichen des Alphabets gemappt und habe damit eine sehr böse Botschaft formuliert. Und ratet mal, wer diesen Wettbewerb gewonnen hat. Und ich glaube, die haben nicht rausgefunden, was diese Botschaft tatsächlich ist. Und ein Zehntel des Preises sollte in diesen Computer fließen. Und das ist nur ein Zehntel dessen, was ich verloren habe. Dankeschön. Is there another question from the internet signal agent? No? Then I would like to have the opportunity to ask a question myself, because I did work in super resolution microscopy. Did you ever? Ich habe in höchst auflösender Mikroskopie gearbeitet. Hast du damit schon mal gearbeitet? Hast du das jemals angefasst? Hast du schon mal mit Moiré-Patterns gearbeitet? Ja, ich habe ein bisschen über die Komplexität der Kompression geredet, von Punkten zu Linien, zu Wavelets, zu sehr komplexen, dieser Komplexität. ZIP-Dateien gehören dazu. Dieser Huffman-Coding. Und wenn man das miteinander vergleicht, dann wird es schnell sehr unübersichtlich. Diese beiden Figuren laufen durch diese Linienwelt und der kleine Treffen auf Morés und es entwickelt sich so eine kleine Liebesbeziehung mit den Morés. In der Übung geht es immer darum, etwas Komplexeres zu verstehen. Es ist sehr einfach, mit einer Linie sich in eine Linie zu verlieben, wenn man ein Block ist. Es ist sehr viel schwerer, sich mit einer komplexen Situation auseinanderzusetzen. Okay, any question left? I think we are out of time. Yes. A big hand, a round of applause for our speaker, Rosa Menkmann. Und damit verabschieden sich aus der Übersetzung.